Das Automotodrom Brno in Tschechien. Keine Rennstrecke hat so viel Aufmerksamkeit und so viel Publicity in den letzten Jahren bekommen wie die Rennstrecke in Brno. Das lag an diversen Dingen, die natürlich der Rennstrecke nachgesagt wurden, teils die der Wahrheit entsprachen, teils Gerüchte und so weiter. Ich möchte aufgrund unserer Inside-Tätigkeit in Verbindung mit dem Automotodrom als Veranstalter auf dieser Rennstrecke ein paar Dinge ans Licht bringen, um vielleicht auch das ein oder andere nach außen zu bringen, um damit du das vielleicht auch besser verstehst, was genau da passiert ist, was passiert und was im Moment der Fall ist. Also da gibt es einige Infos. Das Erste, was natürlich offensichtlich ist und wo sich auch viele darüber beschwert haben und auch aufgrund dessen nicht mehr zu der Rennstrecke gefahren sind, ist das Thema Asphalt. Der Asphalt ist im Laufe der Jahre stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Da gab es auch die ein oder anderen Gerüchte, dass es irgendeine chemische Reinigung gab und seitdem der Grip schlechter wurde. Das mit der Reinigung konnte ich nicht bestätigen. Ich habe auch keine Information dazu gefunden. Das kann sein, ist aber im Endeffekt bleibt ein Gerücht. Nichtsdestotrotz, ja, der Grip ist nicht mehr gut gewesen in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren und wurde auch tendenziell immer schlechter. Komischerweise gab es aber auch Ausnahmen an Tagen, wo der Grip eigentlich ganz okay war. Also zumindest besser wie den Tag davor oder die Woche davor. Warum das Ganze so ist, ist schwer zu definieren. Es gibt ein paar Einflüsse, die in Brünn sehr empfindlich reagieren. Das ist zum Beispiel, welche Vorveranstaltung war, waren Autos auf der Rennstrecke oder hat es stark geregnet, wurde aufgrund des Regens der Staub aus den Poren gewaschen und dann auf die Oberfläche getragen, wurde der Gummi abgetragen, der quasi auf der Rennstrecke vorhanden war von vorherigen Motorrädern und so weiter. Also Gummi ist ja in der Regel vor allem von Motorrädern nicht schlecht, um Grip zu erzeugen. Und auf einmal wurde die Veranstaltung 2 Tage gefahren und dann wurde der Grip wieder besser, dann sind die Zeiten doch wieder schnell gewesen und dann hat es wieder noch geregnet und dann war es wieder ganz schlecht. Oder auch hohe Temperaturen waren tendenziell schlecht, also der Grip wurde tendenziell schlechter, wenn die Temperatur höher wurde und zwar sehr früh. Meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach wurde der Grip schon ab 25 Grad Asphalt wieder schlechter. Also so perfekte Bedingung war eigentlich 20 Grad Asphalttemperatur auf dieser Rennstrecke. Das Fenster war relativ weit unten angesiedelt. Das war sehr, wie soll ich sagen, sehr variabel, sehr individuell und nicht immer zu reproduzieren. Ich hatte dort Zeiten, da sind wir 2.06 gefahren, tief, konstant 7 Runden, zum Beispiel letztes Jahr 23. Und dieses Jahr war ich einmal dort und da bin ich ums Leben 8 hoch, 9 gefahren und habe das Gefühl gehabt, ich habe keinen Vortrieb. Also wirklich Vortriebsprobleme aufgrund von, ja, du kriegst die Leistung nicht auf die Straße, weil das Hinterrad durchdreht, als wie wenn du halt auf dem Schotter fährst. Stichwort Schotter, der Grip war zwar wenig, allerdings möchte ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, dass der Grip nicht überraschend schlecht war. Das heißt, er war konstant so ein bisschen wie mit der Enduro im Schotter. Also es war nie eine Überraschung. Man konnte relativ leicht übers Hinterrad sliden, weil der Grenzbereich relativ groß war übers Hinterrad. Also der Grip hat zwar früh angefangen nachzulassen, trotzdem war das aber irgendwie kontrollierbar. Es war immer so ein ne, wie so eine Enduro im Schotter oder wie mit der Supermoto. Somit war das jetzt für mich aus meiner fahrerischen Perspektive nicht gefährlich im Sinne von, ich hätte mich damit fast immer abgelegt, sondern ich bin halt nicht so vom Fleck gekommen. Es war, der Vortrieb hat gefehlt und ich habe gemerkt, wie das Motorrad eingeregelt hat und wie einfach gefühlt 50 PS weniger am Hinterrad anliegen gegenüber Strecken, wo der Asphalt mehr Grip zur Verfügung brachte. Also das war so ein bisschen strange. Übers Vorderrad, muss ich sagen, habe ich die Probleme nie gemerkt. Also übers Vorderrad war ich eigentlich immer schnell dort und ich denke auch, dass die Eingänge vom Grip-Level her besser waren als die Ausgänge. Ich glaube, dass die Ausgänge im Laufe der Jahre eigentlich am stärksten gelitten haben. Nichtsdestotrotz konnte man das Ganze so ein bisschen kompensieren. Zum Beispiel war an den Ausgängen auf den Curbs der Grip besser wie am Asphalt. Also hat man früher raus an den Curbs müssen, zum Beispiel Kurve 3 oder sowas. Oder die Schlüsselbeinkurve Schikane hoch. Da war ich schon so früh am Curb draußen, aber am Curb viel mehr Grip gehabt als am Asphalt. Also man konnte das schon so ein bisschen
kompensieren und wenn man sich halt damit auseinandergesetzt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, und deswegen, das habe ich auch, wir haben das von Kunden gehört, wir haben das von euch gehört, dass viele Fahrer einfach da nicht mehr hingegangen sind, weil sie halt tendenziell unkontrollierte Rutscher hatten, die halt aus dem Nichts kamen und dann halt das Vertrauen weg ist und dann halt so nach dem Motto, ah, nach Brünn fahre ich nicht mehr. Und ich habe das eigentlich aus total privater Sicht total schade gefunden, weil ich die Rennstrecke ist für mich, also eine der Rennstrecken, vor allem sie ist für mich sehr nah, es sind 450 Kilometer, das Arenal, das, dieses Auf und Ab und dieses Breite und dieses Dreidimensionale und diese, das so mystisch irgendwie. Also ich finde die Rennstrecke einfach total cool und umso schlimmer war es für mich zuzusehen, wie quasi die Nachfrage immer geringer wurde. Und auch die Nachfrage der Veranstalter an der Rennstrecke und der Teilnehmer zum Veranstalter, das wurde immer geringer, sodass viele Veranstalter ja rausgegangen sind aus Brünn, komme ich gleich noch drauf. Des Weiteren hat man sich natürlich auch beschwert über die sanitären Anlagen und so weiter, obwohl ich dazu sagen muss, ich denke, da wird halt, da ist halt die Toleranz aufgrund von anderen Dingen schon sehr zurückgeschritten. In anderen Rennstrecken, in anderen Ländern sind die sanitären Anlagen teilweise viel schlimmer meines Erachtens und wird aber nicht drüber geredet, weil halt alles andere dafür besser ist. Also von dem her, ja, klar, das ist alles uralt. Und das muss natürlich irgendwann gemacht werden. Für mich, wenn mich entscheiden müsste, ich würde sagen, lieber macht den Asphalt neu. Die Toiletten könnt ihr lassen in den nächsten 10 Jahren. Das ist, neben Gottes Willen, also Spaß beiseite. Aber für mich ist der Asphalt natürlich ganz klar. So, und dann war natürlich lange die Rede von Brünn wird abgerissen. Also Brünn wird es nicht mehr geben, die Rennstrecke wird abgerissen, da kommt ein tschechisches Beverly Hills, so eine Siedlungsbauanlage hin für irgendwelche Neureichen. Das war ja so ein Gerücht. So, kein Gerücht ohne irgendwie ein Fünkchen Wahrheit. Es war so, dass der vorherige Besitzer, der Abraham, wohl auch, also laut dem Management der Rennstrecke, darüber nachgedacht hat, was er mit der Rennstrecke denn sonst noch machen könnte, was er mit diesem Grund sonst noch machen könnte, mit dem Bedacht auf, was könnte in 10 Jahren sein, wenn denn der ganze Motorsport nicht mehr funktioniert, wenn vielleicht diverse Reglementierungen im Bereich von Umwelt etc. passiert. Dann hat der natürlich weitergesponnen und hat sich gesagt, okay, was könnte man daraus machen? Also so eine große Siedlungsanlage hinbauen und das alles verkaufen, wie auch immer. Klingt natürlich spannend und schlecht für uns. Nichtsdestotrotz kenne ich den einen oder anderen Großbauunternehmer, der zum Beispiel das Ganze sehr in Frage gestellt hat, ob das mit dem Grund da überhaupt möglich ist. Also der war sich da nicht sicher, kennt sich da wohl in dem Bereich ganz gut aus und so weiter. Ja, das waren die Gerüchte. Dann hat es geheißen, es gibt nur noch 1-2 Jahre Events dort und so weiter. So, dann kam letztes Jahr, also 2023 im August, kam ja der Release, dass die Rennstrecke an einen neuen Investor, an einen neuen tschechischen Investor verkauft wurde. So, da war für mich eigentlich zu einem sehr hohen prozentualen Anteil klar, dass da wieder was kommt. Auch wenn ich das natürlich nicht wusste, es war ein reines Bauchgefühl, weil ich meine, ein neuer Investor, der jetzt eine Rennstrecke kauft, der kauft die ja nicht, weil er sie ab runtergewirtschaftet lässt, sondern weil er irgendwas damit vorhat. Und da habe ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, also da war ich mir sicher, dass da was kommt. Und dann sind wir quasi als Veranstalter eigentlich reingegangen und haben dann Brünn kontaktiert und haben gesagt, wir möchten für 2024, also für dieses Jahr, ein Event, das war quasi letztes Jahr 23 im August. Und dann haben wir natürlich einen Termin bekommen, weil so viele Veranstalter schon rausgegangen sind und ich habe gesagt, ich möchte aber in Brünn einen Termin haben. Es war natürlich eine sehr riskante Entscheidung, weil natürlich die Nachfrage so gering war schon und natürlich die Gerüchteküche und bla 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 und alles war natürlich schlimm und keiner will mehr hin und Katastrophe. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich will da ein eigenes Event dort haben, ich will nach Brünn. Weil ich die Rennstrecke selbst, das war auch so ein persönliches Interesse wahrscheinlich, eigentlich total bescheuert, weil man geschäftliche Interessen nicht mit persönlichen Interessen mischen sollte, aber das ist ja so, unser Sport ist ja so ein Gefühlsding, ne? Deswegen, ja. Okay, dann haben wir dort einen Termin bekommen, quasi Ende August diesen Jahres, 26. bis 28. August waren wir in Brünn, 3 Tage unter der Woche. Wir waren mit dem Event sehr zufrieden, die Buchungslage war gut, die hätte noch besser sein können, die war aber auf
auf das hin, wie die Rennstrecke schon totgesagt wurde, waren wir eigentlich zufrieden für das, dass wir da das erste Mal dort waren. Mit unserem VIP-System 100 Teilnehmer maximal. Das ist für Brünn dann sehr teuer. Also Brünn ist eine sehr teure Rennstrecke. Ich will jetzt keine Preise nennen, aber das ist eine sehr, sehr teure Rennstrecke. Immer noch, obwohl der Zustand in Form von Asphalt halt nicht mehr so war, wie sich viele vorstellen. Genau aus dem Grund ging sich die ganze Rechnung ja auch nicht mehr auf für viele Veranstalter und auch Teilnehmer dann, logischerweise. Ja, dann hatten wir das Event dort und ich hatte mit der Managerin schon einen Termin bezüglich nächsten Jahr, also 2025 und so weiter. Und genau an diesem Tag, an unserem letzten Eventtag, war das tschechische Fernsehen dort, der tschechische Premierminister und eine Stunde nach meinem Termin bei der Managerin hat die Dorna, also die MotoGP, released, dass die MotoGP zurück nach Brünn kommt. 2025. So, und jetzt, dann wusste ich zu dem Zeitpunkt auch, warum die Managerin ziemlich rumgedruckst hat mit den Terminen und die hat immer so gegrinst und konnte aber noch nicht aussagen, weil das halt erst übers Fernsehen publiziert wurde und dann kamen da Fernsehtransporter mit Satellitenschüssel und so weiter. Und das wurde dann released und ich bin dann wieder nochmal, wir waren ja noch vor Ort, noch hingegangen und gesagt, hey, wieso sagst du denn gleich? Ja, kannst du noch nicht. Und auf jeden Fall, ja, die MotoGP kommt zurück nach Brünn. Und dann habe ich natürlich nachgefragt im Management, ja, was wird denn alles gemacht? Und da waren natürlich von der Dorna sehr, sehr viele Bereiche, die von der Rennstrecke verbessert werden müssen. Natürlich eine der ersten Prioritäten war unter anderem Asphalt. Dann ging es wohl auch um Tribünen und Auslaufzonen etc. Also da ist wohl einiges am Gange. Was genau alles, weiß ich nicht, aber Asphalt muss wohl ganz oben stehen, logischerweise. Das war auch einer der Gründe, warum die Dorna auch rausging, glaube ich. Und so weiter. Also und genau, und da könnte man jetzt sagen, ja, das glauben wir erst, wenn es zu weit ist. Ja, das steht am Ende des Tages immer so da. Grundsätzlich ist es so, dass die Dorna ja schon MotoGP-Termin released hat für nächstes Jahr. Ich glaube im Juni oder Juli. Es ist jetzt so, dass ich aber auch aus einem weiteren Grund glaube, dass es auch wirklich passiert und das hält mich auch positiv gestimmt, dass es nicht nur beim Gerücht bleibt und dass es dann wieder abgeblasen wird, sondern die Rennstrecke hat bis dato heute, wir haben heute den 11. Oktober 24, noch keine Termine bestätigt fürs nächste Jahr. Also für uns Veranstalter. Das heißt, wir hängen da gerade so ein bisschen in der Luft. Das liegt halt daran, dass deren Saison nächstes Jahr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kürzer wird. Weil die natürlich die ganze Planung für die Investition, Umbau und Asphalt etc. So, die haben hier massiv viel Asphaltfläche zu asphaltieren und Auslaufzonen und so weiter, das ist ein großes Bauvorhaben, dann wird wahrscheinlich auch das Wetter eine Rolle spielen. Wie ist es über den Winter? Können die über den Winter arbeiten oder können die erst im Frühjahr anfangen, wenn der Frühling kommt? Dementsprechend verschiebt sich das alles. So, und das lässt mich schon sicher stimmen, dass das jetzt auch wirklich passiert, weil kein Veranstalter hat einen Termin bestätigt. Wir haben zwar eine grobe Richtung, wo wir quasi gesagt bekommen, da ungefähr wird es einen Termin kriegen, aber wir können euch das noch nicht hundertprozentig sagen, weil die MotoGP nicht nur den Termin hat für das Event, sondern auch Termine hat für Trainings, also für Tests. Die wollen da Termine für Tests, also das ist jetzt alles am Koordinieren. Und deswegen können wir auch unsere Termine noch nicht releasen. Wir haben alle anderen Termine, aber noch nicht Brünn. Deswegen müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden und ich bin auch positiv gestimmt, dass wir uns da also in einer positiven Art und Weise gedulden, weil das natürlich schon eine gute Richtung wird für uns alle, denke ich. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Von dem her sind wir mal gespannt, was da passiert. Also wir werden, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das so eintritt wie versprochen. Und sonst wäre dieser Hackmeck, der jetzt gemacht wird, nicht vorhanden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr in Brünn auf neuem Asphalt fahren werden und auf einer revidierten Strecke und die MotoGP dort vorher ihre Runden gedreht hat. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir natürlich auch im August, wie versprochen, wieder dort einen Termin kriegen und mit euch dort fahren können. Und was mit den Preisen passiert, wissen wir noch nicht. Genauso wenig wie mit dem Termin. Es könnte sein, dass es ein bisschen teurer wird nochmal. Ja, okay, ich denke, den Tod müssen wir sterben. Es gibt Rennstrecken, die sind nach wie vor teurer als Brünn. Sowas wie Mugello oder sowas ist natürlich teurer. Oder ein bisschen teurer zumindest. Also von dem her,
Es gibt Rennstrecken, die sind teurer aus Brünn. Von dem her gibt es noch eine Range. Und wenn das alles neu ist, dann gibt es auch irgendwo die Berechtigung, dass die Preise angehoben werden. Von dem her, ich hoffe, es war ein bisschen interessant, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert für euch, damit ihr da ein bisschen so einen Einblick bekommt, was da alles so Sache ist. Man muss ein bisschen aufpassen mit irgendwelchen Facebook-Gruppen etc. Da wird natürlich viel geschrieben, wenn jeder kommentieren kann. Da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen distanziert sein. Ich denke, das war jetzt eine sehr solide Information, die in keinster Weise irgendwie in irgendeine starke Richtung geht, sondern auch nicht keine Beweise habe, sondern eine sehr große Vermutung mit natürlich dem Background, dass wir halt mit dem Management dementsprechend in Verbindung stehen und natürlich auch als Veranstalter dort das ein oder andere vielleicht mehr mitbekommen als jetzt ein Teilnehmer oder ein Außenstehender. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Schreibt es bitte in die Kommentare, ob ihr dann wieder nach Brünn kommen wollt oder ob ihr da welche Erfahrungen ihr bisher auf der Rennstrecke gemacht habt. Lasst uns ein bisschen austauschen. Natürlich auf einem sehr neutralen Niveau. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.